brauchen aber noch ein paar Roboter. Ich hab gar keine Munition bei. Scheiße. Entweder liegt die in der großen Hauptbox oder du musst hinten bei den Muni-Arten gucken gehen. Ich hoffe. Trotzdem schon mal wagen, Lars, oder was? Klar, na, schon mal gucken wenigstens. Eigentlich kann man sie immer noch zurückziehen. Weil die geht ja hier gleich um die Ecke und da können wir ja vom Weiten erstmal sondieren. Was wir da wegschießen können. Na, da kommt schon der erste Frigge. Alter, drei Headshots hintereinander. Oh, ich brauche einen Panzi. Okay, müssen wir also ihn mal kurz erklären, was wir da verbrauchen. Hinter uns ist noch ein Panzer, Lars. Ja, ja, ich hab's schon gesehen. Okay. Oh, ja. Okay, erledigt. Okay. Naja, zwei Panzer. Da kann man dann nicht sterben. Ach! Ey, nicht eine Kugel getroffen! Oh.
Nein! Schon wieder, Alter. Ich will mir das einessen, bevor es hier rannt hier. Ah, wenn der Weg nicht mehr weiß. Das ist eine Rüstung. Wenn wir hier draußen die Drohne hin. Hier hingestellt, David. Die ist immer noch voll. Und ist hier der Schussinventar wieder voll. Lars, du hast da die ganze Zeit wenig Leben. Ach, guckst du da nicht so drauf oder wie? Ich habe ja keine ordentliche Rüstung. Die treffen mich zwei oder drei Mal. Da steck dir doch zu Hause eine ein, bevor du herrennst. Die anderen nur noch Kupfer. Er hat auch, ich muss nachher mal in seine Schleife. Ich kenne doch jetzt den Weg schon. Ah, links Fuß. Jack sein Spielzeug aus Versehen hinter die Couch geworfen. Da hinten hatte ich jetzt schon alles, ne? Hinten ist Jans im Arsch, Mittelgang bin ich gerade dabei. Okay, Mittelgang ist jetzt auch gleich Jans im Arsch, David. Ist nur noch bei dir da vorne. Oh, Mittelgang ist hoch kaputt, oder? Oh, hier ist so eine Deckenplatte. Ach, hier oben. So. Das war, oder? Die Decke ist auch hier oben. Ah ja. Jetzt haben wir es. Nee, Inventar ist wieder leer.
Okay, Ready Guy. Wahrscheinlich. Ist auf jeden Fall nett, aber nee, danke. Geil. Man guckt doch in Chat. Achso. Nee, ich hab ja Dings nicht offen. Oh, ich bin voll. So ein bisschen Platz in aber der. Trotzdem danke für den guten Stream. Also, die Glückwünsche sind toll, aber alles andere, ja, kann man machen, mache ich aber nicht. Achso, wir können ja auch hier. Nee, doch. Bisschen was hier noch zu stacken, aber. So, laufen wir mal zurück. Ich will mal kurz sicherlich die Couch verschieben. Ich muss also erstmal umräumen. Jake, wegen dem Spielzeug. die Kinder und Haustiere und Kinder haben immer Vorrang. Ja, geht mir jetzt auf die Nerven, der baut mich jetzt nicht an. Die Frau kommt immer erst zum Schluss. Alle drin? Alle drin. Ja, wir stecken alle drin. Ich habe so eine komische Modulteile, die gelb ja. sind. Ja, habe ich hier gleich ins Dings geschmissen. Ins Hauptlager, ja? Ja. Denk mal, David will da bestimmt gleich was mit herstellen. Ja, soll er kriegen. Ja. Und ein bisschen Schrott und ein bisschen das und ein bisschen das. Diesmal ich kein Titan von. So, was haben wir denn hier? Was brauchen wir noch? Naja. Ich nix gut Deutsch, Englisch. Ist aber nicht schlimm für dich. So, das haben wir. Ich bin aufgefüllt. Kann man ja eigentlich die komischen Erklärdings ums Fenster auch ausmachen? Immer wenn ich irgendwo Ruf zeige, dann macht da mir so ein riesen hässliches Fenster auf. Stimmt, in Optionen kannst du die bestimmt irgendwo ausstellen, denke ich mal, Digi. Die Couch leichter in der Couch jetzt beiseite geschoben oder was? Ach, die fliegt gerade bei mir am Fenster vorbei. Ah, er hat sie ausgeworfen. Cool. Clever erlöst, der wird ja. Wozu sitzen? Er sitzt sowieso am Computerstuhl. Ey, also okay. Ein Sofa hattet es doch. Witz so, sagst du. Und schon kann kein Spielzeug mehr dahinter liegen. Ich kann dir nicht mal sagen. Eingabehinweise? Eingabehinweise? Nee. Was suchst du denn? Was machst du denn? Na, die komischen Erklärfenster hier, die Riesendinger, wenn du irgendwo rüber gehst. Das ist erschreckend. Was zeigt denn? Hilfe anzeigen. Bei du bist ein Gott. Ich sag ja. Also wenn wir den David nicht hätten, dann würden wir wahrscheinlich hier schon dreimal gestorben sein. Wie viele von aber den Picken haben wir denn? Ich kann da immer wieder drauf drücken und der macht immer wieder welche kaputt. Aber ist immer noch drin. Immer noch vier. Ich hab da auf fünf gedrückt. Achte waren noch drin. Warum hatten der jetzt so bloß vier Stück gemacht? Anstatt also fünf. Rausgenommen. Aber das muss noch was an. Hier steht doch mal 5.
Jetzt so. Fertigungsdaten 3. Regierungsbarang 2. Die packen wir mal dahin. Ich hab immer noch einmal zu viel Muni bei. Egal. Egal. Ist da schon wieder einer aufgetaucht? Ah, das ist bloß ein 3 Sterne, kein Reagenzglas. Wir brauchen Reagenzglas, ne? So, Pipi machen wir einen sortiert. Müssten wir wieder Platz haben. Ne, wir brauchen quasi deren Pipi. Ah, okay. Seitdem mit den ganzen Miner-Modulen und so, die fertig sind, lässt du die einfach immer hier drin, David, im Haupt? Dingensbummens? Kirchens? Die Module? Ne, die hatte ich vorhin alle rausgefahren. Also ach so, hier die unten, ja. Da überlege ich noch, wie ich das anbaue, beziehungsweise. Okay. Ja, aber mehr kann ich hier nicht rausnehmen, das sind alle Verbrauchsgegenstände, die jetzt hier drin sind. Ja. Die lasse ich immer drin. Das heißt. Reifenminutes haben wir noch. Regierungsbarren brauchen wir nur noch, okay. 10 Regierungsbarren. Wir müssen Raffinerie-Module. Raffinerie-Module? Raffinerie-Module. Das wollen wir einfach nur kurz anmachen. So, ich bin einfach nur Plus machen. Plus. Jetzt gucken, ob alles schick hier ist. Sieht doch alles gut aus. Türen sind auch so weit zu, kann ich wieder rinkommen. Haben wir eh nur noch 4 Minuten 30, bis wir wieder abtauchen müssen. So, jetzt können wir nehmen. Geht was nicht. Können wir den Bohrer Stufe 3 herstellen, sehr gut. So, Stahlrohr. Ich hab ihn schon. Nein, jetzt habe ich alles wieder aus dem Schrank genommen. Nee, hab ich nicht. Ist leer. Ah! Ist hier oben eigentlich eine Schießscharte hier eingebaut, oder was ist das da? So. Okay. Okay, hinten war ja nicht. Aber David, du kannst doch theoretisch auch noch mehr von diesen. Oh, da geht's hier durch. Bitte? Okay. Kann man nicht noch mehr von diesen Frachträumen einfach bauen und hier ein Schiff unterbringen, um mehr Platz zu haben in dem Haupt? Wurm anbaust? Ja, genau, weil das Problem ist, dass wir jetzt gerade, dass wir alles dran haben, wir könnten halt nur noch Munition abgeben. Okay.
Aber wir können noch ein Modul ranbauen, wenn wir die Dampfturbine Stufe 3 bauen. Ah, okay. Wie gesagt, dann haben wir noch ein Abteil und das würde ich dann komplett wieder voll mit Lager klatschen. Weil das Problem ist, die großen Lager, die ziehen immer zwei Plätze. Mhm. Und ich könnte eventuell hier oben auch nochmal alles neu sortieren. Sieht zwar dann kacke aus, das Schiff, aber ist auf jeden Fall praktisch. Das ist schade, dass man in den Zwischengängen nicht so viel machen kann. Hätte man hier oben noch Lagermodule drin bauen können, wäre ja cool gewesen. Ja, aber die müssen ja flexibel bei dem Ding sein. Nee, dann baust du halt flexible Lagermodule. Oder was? So, packen wir hier den Kuchen noch rein. 2 Minuten noch. Ein Hoch. Ist mir gerade der Picker in die Gegend gekommen? Klar, du bist der Einzige, der hier mal rumsteht, habe ich dir gefühlt. Ja. Hebt's mal was mit der Picke in die Sicht. Pauli Lenzt wird hier nicht. Das komm mal vorbei. Ich hab die Doppelflinte schon geladen. Ach stimmt, du hast ja zwei Penisse. Wumm. So, tauchen wir ab? Jo, genau. Ja. Können wir. Hui. Sind wir in so Underground? Der Underground zwischen der Underground oder bist du aufgetaucht? Nee, ab, ne? Achso, du könntest mal in das Schiff-Inventar gucken. Da müsste ein Bohrermodul fertig sein. Ein goldenes. Ja. Nicht diese 5 Stück, sondern einzelnes. Das nimm mal ins Inventar. Ja. Dann geh oben bei dem Bohrer da auf Aufwertung. So, da wenn du das Bohrer-Menü siehst, hast du ja oben Aufwertung. Und dann den gegen den Zweier tauschen, ne? Genau. Krieg ich den da nicht raus? Ja, du kannst auch das Modul, glaube ich, einfach rechts. Ah, einfach weg. Die sind abgetaucht, ja. Du bist abgetaucht. Bist du? Du bist abgetaucht. Nein, du bist abgetaucht. Reich gemacht, David. Okay. Nice. Dann können wir jetzt sogar durch die anderen Mauern durchfahren. Hardcore Nasebohr Action meinst du? Ab durch die Mauer? Die mittlere Mauer sollten wir nicht durchbrechen. Wow, bei manchem Koks oder Speednäschen, da ist die schon durchbrochen. Aber jeder wie am Arg. Bin ja mal gespannt, was das wird. Also, ob Facebook da jetzt, wenn wir so weit spielen, da irgendwas sagt mit den. Ich will ja schon mal das richtige Wort benutzen. Wenn ich hier ein OBS bin von Twitch Inhaltskennzeichnung. Genau, so heißt der Spaß. Wenn jetzt einer hier einen sexuellen Witz macht, dann fliege ich raus. Oder sich über Drogen oder Blut oder Edärme unterhält. Keine Ahnung. Aber das hast du gerade alles impliziert, also von daher ist ja, das klar. Wirklich doof. Ach, ich verstehe das eh nicht. Aber ich habe letztens einen echt schlechten Witz gehört. Wollt ihr den mal hören? Hau raus, Digi. Wieso schlagen Frauen immer mit der linken Hand zu? Nein, Jusen, das darfst du nicht sagen. Okay. Das ist diskriminierend. Okay, dann lassen wir es. Warum? Nee, ich darf es nicht sagen. Der sagt nein. Also eine Aussage darfst du nicht mit sagen. Also tut mir leid, wenn jemand nicht möchte, dass wir Witze über alle machen.
über Männer, Frauen, egal welche Hautfarbe, welche Religion und so, den sollen sie sich verkrümeln. Jusen. Machen nur Witze über Jusen. Ja, dann erzähl den Witz einfach mit Jusen anstatt okay. Frauen. Okay, wisst ihr, warum Jusen immer mit links zuschlägt? Nee. Weil er ein Mädchen ist. Nee, weil er keine Rechte hat. So alte Ding. Nee, weil er in der anderen Hand eine Banane hat. Die er sich gerade in seinen schiebt. Nein, das ist ja unser kleines Äpfchen. Deshalb kriegt er ja auch eine Banane auf dem Grill. Jusen will eine Banane auf dem Grill. Nee, Jusen packt immer seine Banane auf dem Grill. Ich glaube, das macht er nur einmal. Ach, das ist ein Grillwürstchen schon, Mensch. Mhm. Alles gut. Der ist schon so schwarz, da stört der Rest auch nicht mehr, oder was? So, jetzt haben wir alle Witze durch hier. So, jetzt ist der Stream könnte schon ja nicht mehr laufen, oder? Ja, läuft aber immer noch. Bin ja mal gespannt, der bleibt ja noch 2 Wochen online auf Twitch, ob sie mir dann nochmal irgendwas schreiben oder so. Oder ob das halt wirklich nur so ist. Also, ich verstehe halt, wenn man halt so jetzt wie die Mädels da im knappsten Bikini der Welt im Pool rumplanscht, dass du das da einstellen musst, okay. Wenn du da jetzt Werbung für irgendwelche Produkte machst, okay, verstehe ich. Was bei Tabak, Alkohol und Drogen, naja. Also du kannst das nächste Mal so ein. Er hört für mich unter alles, was Werbung ist. Du ziehst nächstes Mal einen knappen Bikini an und dann machst du mal die Übertragung. Du sitzt nicht am Pool, sondern an der Tastatur. Fertig. Solange man keine Nippel oder Genitalien sieht. Ich habe ja mal überlegt, mir die Nippel mit schwarzem Tape abzukleben und dann so eine Ledermaske mit einem Reißverschluss vorne und dann so Gummiball im Mund. Und so ein Stream machen. Das wird spannend, glaube ich. Wird schwierig mit dem Quatschen, oder? Ich wollte gerade sagen, wie gibt's immer noch. Sprechen? Oh. Ach, eine Robbe willst du? Ey, ja, mach doch, zieh doch gleich Robben. Au, 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 au. Pfeiler, bist du schon im Bohrer drin? Ah, okay, gut. Einmal für ja, zweimal für nein. Oder andersrum. Eieieiei. Haben wir denn eigentlich noch Rüstung und sowas alles mit? Nee, der Schrank ist leer. Rüstung. Ich hab bloß eine an und eine auf Reserve bei. Mag jemand welche herstellen? Jo. Ich hab eh keine mehr. Also ich hab nicht mal mehr eine bei, oder? Nee. Keine an, keine bei. Oh. Der Guy, man, der macht es schon. Dein Dings hier läuft nicht weiter, David. Achso, ja, das geht nur, wenn wir aufgetaucht sind. Achso, okay. Na, dann muss ich aber warten. Jetzt auch. Na, oder du fährst jetzt. Wir können doch mit dem Bohrer jetzt auch oben durch diese anderen Wände durchgehen. Dadurch, dass wir Stufe 3 Bohrer haben. Wenn mal weiter erkunden, wenn du möchtest. Warum kann ich denn zum Bohr nicht einsaugen? Achso, das bedeutet bloß, wenn ich auftauche, oder was? Nee, das bedeutet, dass du da durchfahren kannst. Ah. Oh, okay. Ja, das ist komisch gemacht. Naja, das letzte Mal haben wir das ja auch gesehen, aber das hieß, dass wir durch die Sand quasi durchfahren können. Ah, okay. Das ist gar nicht zum Auftauchen oder so. Aber ich habe noch nicht gefunden, wie wir noch eine Stufe tiefer kommen. Aber ich vermute mal, dass wir das jetzt finden. Weil noch eine Stufe können wir, glaube ich, nicht weiter abgehen. Aber ein Reagenzglas Stufe 3 wäre schon cool. Ja, das war auch nicht garantiert, dass wir das bekommen, aber oh, das war ganz knapp. Fast hätte ich Schaden in. Lava habe ich an manchen Stellen irgendwie Probleme.
Du musst eigentlich nur hinklicken, wo du hin willst, und dann sucht er dir meistens den passendsten Weg. Ah, okay, ja, ich merke. Wenn er dich außenrum irgendwo schickt, dann ist da irgendwie eine komische Abkürzung, die nicht durchkommt. Oder du müsstest zu lange durch die Lava fahren, deswegen schickt er dich mal meistens außenrum. Gerade eben ging es eigentlich an der Ecke, wo ich sonst immer drüber gekommen bin, ganz kurz durch die Lava, aber irgendwie wollte er nicht. Ja, wir können auch eigentlich immer irgendwo auftauchen kurz, damit das Modul halt weiterlädt, weil das ist unser besserer Kern. Weil nee, Quatsch, das bessere Hülle. Und da halten wir mehr Temperaturen aus. Das ist natürlich auch praktisch. Dass ich jetzt gleich die ganze Höhle erkundet habe, der wird. Obwohl, hier unten die linke Ecke muss ich machen. Alle anderen müsste ich nicht haben. Frage, wie weit es hier nur nach unten geht. Ganze Ecke, Alter. Gerade so. Okay, hier ist Sackgasse. Hier kann eh noch mal auf die große Karte gucken, ob ich schon alle aufgedeckt habe. Hier ist noch schwarz, das haben wir hoch. Da haben wir den Rand, da haben wir den Rand. Da kann ich nicht lang. Da sind wir gerade lang, hier sind wir gerade lang. Und hier oben war ich ganz am Anfang. Ne, ich glaube, dann habe ich alles aufgedeckt in der Ebene. Na, wir müssen wahrscheinlich zum Lasergerät. Immer weiter Richtung nach oben fahren und mal gucken, ob ich da in der Nähe was zum Auftauchen finde.
Laser-Gerät wird ja irgendwo oben sein, oder? Hm. Der ist hier gleich geradezu. Aber ich kann da nicht reinfahren, David. Wieso? Weil es mitten in der Lava steht? Nicht in den Laser in der Drachenhöhle 3, direkt daneben. Aber erstmal vorher gucken, ob da Typen sind, die gleich auftauchen. Na dann guck doch. Dann musst du einfach nur auf Periskop klicken, kriegst du, siehst du auch gleich. Ich höre hier den Laser und sehe rein nichts um uns rum, dann tauche ich auf. Da hört man den Laser schon, wie brummt. Abgelasert. Die Raupe angeraubt. Wunderschön. Wunderschön. Da sind wir. Bauen unsere Abbaudrohnen automatisch ab? Ja. Neben uns taucht ein großer Würmchen auf da hinten, ne? Ja. Aber so, eigentlich wollten wir hier beim Laser zu den Armen rüber. Okay. Oh, die sind ja auch bewaffnet, merke ich gerade. Wieso fährt denn hier ein Panzer lang? Ja, der Panzer soll doch mal drauf. Aber. Ja, du bist zu schnell ran. Aber die Granate ist nicht zu laufen. Ja, aber ich muss ja eben kleinkriegen. Nein, ich häng fest, ich spreng mich selber. Nein! Alter, sind hier viele Gegner. Ich bin tot. Ich bin bei dem vordersten Fuß von dem Laser. Ich habe aber eine Masse an Gegnern gerade getötet. Kann mich da einer holen, oder? Nein, ich selber tot. Das Schießen ist so laut, keine Ahnung, was du gesagt hast. Ich habe keine Wiederbelebungs-Dings bei, wir müssen wir Eisern mitnehmen zur Wiederbelebung. Okay, dann laufe ich rein. Rillstück wird beschädigt, okay. Die greifen von der Sonne. Ja. Laser kriegt man gar nicht kaputt oder was? Dann musst du die Beine unten kaputt machen, wenn du das so. Dann mach ich doch, aber. Ja, alle drei Beine. Ich hab erst mal mit einem angefangen, David. Ja, dann darf man nicht irgendwie kaputt. Aber was man davon kaputt machen muss, man muss bloß die Module kaputt machen. Ja, ja. Deswegen lohnt, was ich hier tue. Wir haben nur noch 8 Minuten und haben jetzt ein Bein. Oh, Alter. Wie viel kommen denn hier? Ach du Scheiße. Wirklich? Ja, nee, dann lass es doch nicht. Oh, oh. Aber ich habe ja noch die... Na, ein Bein habe ich, aber die anderen drei schaffen wir nicht mehr in der Zeit. Mann. Ja,
stellen. Der zwei Panzer. Oh, einen haben wir. Okay, hier kannst du der über dir geballert wird, verstehe ich dich kaum, wenn du so flüsterst. Kommt der Taser jetzt her? Schon mal alle gelootet hier. Kein Problem. Oh, meine Knüppelmunition ist alle. Das ist zu stark. Ja. Oh nee, ich bin tot. Ich geh mal schnell meine Klamotten holen, bevor wir uns wieder verkrümmeln. Wer lässt immer die Tür offen? Leute. Schwengel. Ich weiß es nicht. Cool. Ah du, wenn es keiner war, ich war. Wie soll ich denn jetzt an den Gegnern vorbeikommen? Nee, der heute Dienstag ist, bin ich heute. Hat das ein Hit eingegeben? Ohne von uns? Nee, wa? Ja. Okay. Oh Mann, hör doch mal auf mich zu tasern. Rückzug! Das ist einfach zu viele. Ja, nee. Toll! Wenn sie da tot. Problem ist jetzt nur, wie kommen wir jetzt an unsere Klamotten? Die kommen ja jetzt alle hierher. Einfach vorbeirennen. Ja. Ich hab schon ein Schild.
Ich weiß jetzt nicht, welchen Rucksack ich genommen habe. Aber ich guck mal. Hier drin, weil ich bin gleich wieder tot. Oh, also das Teser-Ding, das ist ja geil. Das ist ja. Wollen wir einsteigen und abhauen? Na, wenn nicht? David seinen Stuff da unten genommen hat. Ja, bin. Ich bin ja dabei, David. Ich bin ja dabei. No, der hat mich schon wieder. Hast du dein Equipment ausgeleert? Was ausgeleert? Nein, ich hab. Ich verstehe die Frage gar nicht. Ne, du hast doch gesagt, du hast einen Rucksack und bist zurückgerannt. David, wir werden an. Ja, ich hab mein Zeug bekommen. Also. Ja, ich hab auch meins auf. Aber hier kommt ein Panzer, Leute. Na egal, wir können einfach abtauchen. Na dann mach das doch. Ist Lars drin? Ja. Ich wollte fragen, wie das mit der Kanone war. Du hast da ja was gesagt, dass ich die Kanone steuern kann. Ja, na. Bevor du damit schießt, Diggi, kann die doch auch automatisch schießen. Und du kannst dann unten mit einer Waffe noch stehen und schießen. Das bringt doch viel mehr, oder? Denkst du nicht? Wie gesagt, später mit dem Granatwerfer können wir doch schon, glaube ich, weiter schießen. War das die Taste 3 oder welche war das denn, wenn du Q ist? Das war Q und dann kannst du doch irgendwie das anwählen. Du kannst doch hier den Sitz nehmen. Nee, da mit Q kannst du nur gucken. So, okay. So, jetzt muss ich mir erstmal eine Rüstung organisieren. Hattest du mehrere Rüstungen gemacht? Nee. Ja, jetzt habe ich sie mir schon rausgenommen. Okay. Müsst ihr wieder welche herstellen, die. Ich würde immer eh nur auf Reserve mitnehmen. Für den Notfall. Das ist, glaube ich, ganz nützlich so. Abgetaucht sind wir, ja, der wird. Hm. War unter der Erde? Der Vulkan bricht jetzt aus. Ja? Scheiße, labert die Granaten sind ja für ihr 20er Paket für den Granatwerferturm. Ja. Ja. Die können wir aber auch, glaube ich, zu Schwarzpulver zercraften und dann noch wieder neue craften. Aber den Turm, wie gesagt, Turm-Upgrade wollte ich demnächst noch machen, aber dafür würde ich erst noch ein Stück ransetzen. Okay. Wir brauchen Eisen. Jetzt erstmal wieder ein bisschen Muni bei. Zum heilen Dings. Oh, den Schrott halt nicht mehr.
Hat einer Revolver-Munition rausgenommen? Ja, kann sein. Okay, also wieder eine bauen. Warum? Geh doch nach hinten und nimm dir welche. Aus dem Revolverschrank. Nee. Nee, das ist ja die Munition, die die Bumm macht. Hä? Die besser ist. Oder eh einen Schuss machst. Ja, die blaue haben wir doch nicht. Wir haben nur die rote. Oh, kann ich gar nicht mehr bauen. Ja, na, die rote ist die normale Munition, Lars. Die blaue, nee, ist, die blaue ist die verbesserte. Und hier sind noch 200, 300, über 300 Schuss drin für den Revolver. Okay. Ist doch alles da. Oh, hier bei Revolver? Nee, hier. Hm, 60 von der blauen. Dann benutzt doch die blaue nicht. Ich baller die ganze Zeit mit der anderen Muni. Ja, aber die bringt ja nicht viel, weil die andere ist ja eine Sprengmunition. Da geht es viel. Das eine ist normale Muni und die blaue ist panzerbrechende. Ja, und da geht es viel schneller. Da schießt du meistens ein oder zwei Mal drauf und dann ist das Ding hin. Puh, oh, kannst du auch machen. Ja, aber wir können halt nicht so viel davon herstellen. Das ist halt das Problem. Und die würde ich mir dann lieber aufheben, wenn wir mal so einen dickeren Boss haben, den wir zum Beispiel nicht platt kriegen. Dann haben wir wenigstens so, dass jeder was dabei hat. Aber David meinte ja, wenn wir so eine Kristalle haben, können wir die, glaube ich, auch herstellen. So, jetzt haben wir erstmal. Naja, er macht das schon. Können wir herstellen, ist nicht teuer. Raketen brauche ich nicht. Dann stelle ich davon welche her. Habe ich schon. Also, schon gebockt. Bauen wir jetzt nur die verbesserte Muni. Vielleicht das, was ich habe, nur einfach leer. Lars, du solltest dich auf jeden Fall heilen und dir eine neue Rüstung anziehen, oder? Ja, gleich. Ich habe hier noch so ein Tesla-Bumsding. Ich bin noch vorbereitet. Das läuft und läuft. Und alle Schränke. Manche Schränke. Schränke oder Schwänke. Schränke quillen über. Wie viele Komponenten kriegt man beim Zercraften eigentlich raus? Der wird 1 zu 1 oder die Hälfte? Weißt du das? Granatwerfer-Muni liegt bei den Granaten mit drin, ja. Nur falls ihr was braucht.
Okidoki. So, wollen wir eigentlich wieder kurz auftauchen? Auf der 2 ein bisschen stressig unten. Da kommen wir nicht. Unten ist die Stufe 3. Oh, jetzt sind unsere Kristalle wieder leer. Mehr Muni kann ich nicht herstellen. Okay. Erstmal nur ein bisschen Munition. Los, Lars, überlegst du dir über die Rüstung noch eine Rüstung anzuziehen? Könnte man. Doppelrüstung. Wow. Hab gedacht, ich hab Schaden gekriegt, Alter. Was brauchen wir denn der blauen Stein, David? Das ist Titan. WC-Stein. Ah. Hier ist er ja. Hier ist nicht weiter. Los. Dann stelle ich mich in der Ecke und mach mal was anderes schnell. Nein! Ich wollte aufs Lager. Ich wusste, warum ich mich drinnen in die Ecke einfach klangleise stelle. Hast ja schon 22:40 Uhr. Oh, Mann. Ist der Rest sehr spät dazugekommen, Lasi. Naja, aber trotzdem. Tja. In dem Sinne wünsche ich euch noch viel, viel Spaß. Jo, wir hören uns. Haut da rein. Bis denn. Oh, ciao. Jo. Die einzige Muni, die billig ist, ist eigentlich bloß die Revolver-Munition panzerbrechend. Der Rest braucht ja alle Kristalle. Aber die braucht keiner.
Mhm. Ich hab's. Das ist dicht. Und das ist richtig. Und da dort. Und da kann ich jetzt auch nicht machen. Der Teig alle drum hier räumen. Da habe ich noch mal ein bisschen darin geschmissen. Das haben wir gemacht. Hier ist ja nicht wirklich viel drin. Oh, Kupferwand. Wand, die in großen Wagen Räume ab. Und hier kann man sogar Ende auch eins. Ist die Frage von der Blau? Aber dass wir größere Truhen noch nicht bauen können, bin ich auch im Schrank. Meine große Kiste. Meine große Kiste. Meine große Kiste. Na Judith, war halt genug auf hier räumen. Frachtraum ist voll, ja, das ist nicht gut. Mich das noch weg und dann machen wir, mach ich auf jeden Fall Feierabend. Bettchen legen. Ins Bettchen. Ins Bettchen. Nein, wollt mir ins Bettchen legen, Leute. Sagen wir mal, ciao für heute. Habt noch einen wunderschönen Abend und euch denn viel Spaß am Mittwoch. Am Donnerstag werden wir uns wiedersehen. Wenn ihr bis dahin Langeweile habt, checkt gerne unsere YouTube-Seite aus. SMG präsentieren, ist aber auch alles verlinkt. Oder guckt gerne bei Facebook oder Insta bei mir mal rein. Wenn ihr euch so ein bisschen für Kochen interessiert oder auch andere Sachen, die ich mache, Garten oder so. Ja, am Donnerstag sehen wir uns dann wieder. Dann geht es hier weiter um 19 Uhr, denke ich mal. Weil wir haben ja noch eine Menge zu tun, ne? Wann? Um 19 Uhr. Wann denn? Donnerstag. Nee, Donnerstag geht nicht. Da bist du wieder nicht da, oder wie? Das ist Diablo. Diablo ab 19 Uhr. Ja, okay. Na ja, entweder werde ich dann alleine wohl spielen, wenn du Diablo spielst, oder ich spiele Diablo mit, oder... Okay, dann lasst euch überraschen. Machen wir es einfach so, Leute. Du kannst aber nicht ohne David das Spiel spielen. Nee, das geht leider nicht. Ja, stimmt, weil haben wir über ihn als Server so gesehen. Mhm. Ja, aber entweder spiele ich was anderes, oder wir zocken einfach Diablo mit und dann gucken wir weiter, Leute. Genau. Ne? Spielst eine Runde an dir oder so, alles gut. Ja. Alle klar, Lars. Winky, winky. All the Rhein. Bleibt gesund, meine Lieben. Bis deine Antenne. Tschüssikowski, Baby Doll und so.